Das ist ja einer. Liegst du da so rum wie ein trauriger Tropfen? Weil es mir auch genauso geht. Wieso was? Geht's dir so? Warte, Moment. Wieso steht gerade rein? Entschuldigung. Ach, Mann. Entschuldigung, wollte ich nicht. Steig doch rein. Wo willst du hin? Ich fahr dich überall hin, wo du willst. Nee, alles gut. Ich warte auf jemanden. Okay, dann nicht. Oder heißt jemand John? Ja. Ja, John. Ich krieg euch alle nicht mehr in zugeordnet. Das ist zu lange her. Ja, ist echt so, ne? Ja. Ja, steig ein, komm mal. Let's go. So, wohin? Wie geht's dir? Alles fresh? Nee, miserabel. Warum? Weil ich herausgefunden habe, dass meine beste Freundin gerade im Ort, wo so Leute umgeschaltet werden. Ach, Digga. Was sind deine besten Freunde? Na kurz, ich muss kurz das überprüfen. Klingelt bei irgendeinem von euch das Handy gerade? Wie bitte? Klingelt bei einem von euch das Handy? Ja, bei mir. Wunderbar. Ich bin vorsichtig geworden, ich habe die letzte Sachen mitgekriegt. Was hast du denn mitgekriegt? Das... Die Stadt ist gefährlich, besonders wenn man schwierige Freunde hat. Ja, sowieso, immer. Ja, weißt du doch. Was macht ihr jetzt gerade so? Ja, wir sind gerade ein bisschen rumgefahren, ne? Die ganze Zeit. Die Cops haben irgendwo Stress. Ja, tatsächlich. Ich habe ja eine sehr gute Freundin, die Staatsanwältin ist. Ich habe über ihre Schwägerin herausgefunden, dass die in diesem Gebäude ist, wo gerade welche reinmarschiert sind. Oh nein. Ich war gerade kurz davor, mir eine SMG zu besorgen. Eine Masse habe ich schon und wollte da rein, um die rauszuholen. Hat leider nicht so gut funktioniert. Ich habe die SMG nicht bekommen. Hm. Das wäre mies. John, arbeitest du eigentlich noch bei KGW? Nee. Weise Entscheidung. Das ist mir so doof da mit dem Kassler. Oh, Danny, du bist so ein Goldschatz, danke. Ja, Kassler ist einfach Vollidiot, ne? Mhm. Der beansprucht immer alles so für sich, so er ist der Beste. Seid ihr in der Gang? Also es gehört ihr zu irgendeiner Gang? Nee. Kann ich bei euch offen reden, ohne gefickt zu werden? Ja, kannst du. Eventuell bin ich gerade dabei, eine Gang mit ein paar Leuten zu gründen, aber ist Kassler auf der ganz oben auf der Liste. Hat er irgendwas gemacht oder was? Was? Da ist ein Arschloch, der hat meine Tochter bloßgestellt. Natürlich wird er gefickt. Ja, dann verständlich. Wie viele Mann seid ihr denn schon? Vielleicht kann man sich ja da anschließen. Aktuell 1, 2, 3, 4, 5. Wir suchen noch Leute. Und wie heißt ihr? Wir tendieren aktuell zwischen nur Demons und Southside Demons. Kommt darauf an, wo wir hingehen. Okay. Also ihr hättet Interesse, oder wie? Gangshit halt, ne? Ja, also Biker wollen wir nicht. Mein Motorrad ist hier, das steht fest. Hm. Oh Gott. Was geht da wieder unter dir? Ja. Arme Narcoheim, wie lange warst du weg, hallo? Junge? Scheiße. Ich wusste, ich werd gefickt. Ja, pass auf, gerade schlechter Zeitpunkt, aber wir reden auf jeden Fall nochmal, ja? Ich konnte euch nicht mehr zuordnen. Ich glaube, er weiß Bescheid. Just, wir haben rein. Hey, wir sind ja nicht böswillig, ne, Kumpel? Wir haben uns das zum Spaß erlaubt. Ich hab mich schon längst die Knarre am Kopf gehalten, hätte ich mir als Geisel nehmen wollen. Jetzt ist das chillig. Die Frage gerade ist, warum habe ich zwei verschiedene Nummern von dir gerade in der Anruferliste? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat sich einer von dir schon ausgegeben, ich wurde hops genommen. Finde ich super. Okay, das Witzige ist, wer kennt mich und wer weiß, dass du mich angerufen hast, dass sich jemand für mich ausgeben sollte? Nee, dieser Verfolger sagt, du wärst John und du hast mich eingestiegen, ich konnte nicht mehr zuhören, Mann, ich kann das nicht mehr. Oder heißt jemand John? Ja. Dieser Tag ist schon wieder zu durch, Mann. Meine Tochter hängt mit dem Pink Drizzle rum. Ah. Oh, Cops vor uns. Easy. Sind die Demons, sind die... Nee. Ich bin so Hass gegen Cops, so minimal. Aber was ist so die Aufgabe von euch denn so als Demons? Geht ihr denn gegen andere Gangs oder eher so gegen Cops? Erstmal, wir sind ja eigentlich hauptsächlich dazu gekommen, wir wollen was machen, weil uns dieses alte Morell auf den Geist geht. Okay. Wir haben noch nicht mal geboten, wir sind noch ganz früh in der Planung. Wir wissen nur, wer dabei wäre. Mhm. Wie heißt du aber eigentlich? Nennt mich Nicky, meinen richtigen Namen sage ich eigentlich nicht. Krieg ich deine Telefonnummer wenigstens? Die kannst du haben. Habe ich kein Problem mit. Die kennst sowieso die halbe Stadt mittlerweile schon. Bist du schon lange hier? Jetzt einen Monat und trotzdem kennt mich jeder, weil ich einen Fehler bei den beim Parkbikern gemacht habe. Also hau raus, 5555, 3x5. Nicky, wir bleiben und leben. Ein bisschen lost. Oh, wenn ihr Glück habt, kann ich eventuell ein paar Informationen beim DOJ besorgen, aber nur mit Glück. DOJ? Ich weiß, wenn ich das schmieren muss. Okay. Schmierst du da einen Anwalt oder eher so einen richtigen... Staatsanwalt. Oh, okay. Habt ihr vielleicht Hoods, die ihr empfehlen könnt? Ja, die Kiezel ist schon stabil, ne? Problem ist, da ist die Polizei direkt vom Arsch. Und das Richtergebäude direkt gegenüber. Also wenn wir gegenüber, haben wir das Problem, wenn da irgendwas ist, wird direkt gebrettert. Wird jemand mal kurz einen Gefallen tun? Was denn? Raus. Aussteigen. Warum? Weil wir nachgucken, er hat schon mal keine Flags. Huch, ich? Wir gucken, ob wir Flags anhaben. Ja, bitte vorsichtig. Ich wurde schon mal gefickt. Die kann man ja auch nicht abziehen einfach, ne? Aber nur aus Flags, deswegen. Ja, Whisky. Also hier trägt keiner im Auto eine Flag. Das ist sowieso schon viel zu viel. Und die hat wirklich Interesse, dann gebe ich euch erstmal einen G weiter. Aber sagt ihr ja auf gar keinen Fall. Ja, du kannst uns die Nummer geben von dem, dann melden wir uns bei ihm mal. Ich glaube nicht, dass die so gut heißen wird, wenn ich die Nummer weitergebe, das Problem.
Ja, wieso? Ist doch egal. Also bei Anwärtern so, also... Wie heißt denn der? Kennt man den? OG, ist eine See. Der G oder der OG? OG. Okay. Ja, okay, warum nicht? Ich bin der Co-OG. Warum nicht? Und ihr seid wohlgesonnen zu den Pinkies, oder was? Kommt drauf an, dass wir meine Tochter machen. Nachdem, was ich in letzter Zeit höre, bin ich eher auf dem Motto Distanz. Wieso? Weil die ein Problem haben mit meinem Kontakt beim DOJ und die wohl ein Problem haben mit meiner Tochter. Das ist nicht gut, ne? Aber wir sind am Anfang erstmal auf dem Weg, wir wollen erstmal keinen Stress aufbauen. Vielleicht mit der Crow von so noch gute Kontakte knüpfen. Das sind hier die Kosten. Mhm. Würde mir mal gefallen, Ton. Was? Würde mir auch zur Eisenmine fahren. Eventuell ist unser OG da, deswegen. Die geht mal wieder nicht dran. Ey, Geisel ist, dann dreh ich durch. Wie heißt euer OG? Ich bin so ein Mensch, ich arbeite entweder nur mit Fake-Namen oder gebe die Namen nicht raus. Also bevor ich ihr Go habe, dass ich euch ihren Namen geben darf, sage ich nicht mehr da. Okay. Ist sie auch schon lange da, oder was? Oder ist sie ja auch relativ frisch? Deswegen sind wir noch, haben wir sie noch nicht offiziell, weil sie muss noch eine Woche warten. Ah. Wegen Bibel. Ich verstehe. Wie lange bist du schon da, Niki? Brudi. Ich bin seit dem 7.7. im Start. Auch schon ein Stück. Wollen die mich alle verarschen? Die ersten zwei sind gar nicht da oder gehen nicht dran und der dritte, der... Ja, das sind doch gute Voraussetzungen für eine Gang. To the fullest so, wenn ihr Probleme habt, rein. Ja, sonst wäre sehr langweilig. Wenn jemand meint, uns will anzuschnauzen, dann kriegen sie schon mal eine Ansage, und aber hauptsächlich Untergrund. Okay. Vielleicht auch ans Kartell rankommen, das ist auch eine andere Sache. Wait a minute! Who are you? Niki, wir live und lebt. Kartell? Hier gibt's ein Kartell? Südlich von hier, von dieser Insel, gibt's noch eine Insel. Ah. Mir wurde gesagt, da ist ein sehr, sehr unschönes Kartell drauf. Vielleicht kann man bitte geschenkt. Was willst du? Okay. Keine Ahnung. Also, das wäre wild, ne, wenn's sowas gibt. Der wäre von Brushing, hat mir das erzählt. Beim Kringeln. Was? Brushing beim Kringeln? Ja, ich hab mal mit einer Dame so ein Heli-Zeug gemacht und da hat er das einfach erzählt. Kopfschmerzen. Hey, was ist heute los, ey? Wieso hab ich das Gefühl, ich schreib mich gerade die nächste Scheiße? Au, wat, Alter? Was soll passieren? Hallo, du kennst einen Nikolas? Das letzte Mal, als ich jemand übers Korn genommen habe, ich ein Auto gestiegen bin, war ich eine Geisel. Könntest du mich mal anschreiben mit deinem Namen, damit ich weiß, dass du es bist? Hast du eine SMS bekommen? Ja. Opi Sama ist mein Name. Da heiße ich wirklich. Opi Sama? Bist du mit einer Kira Sama verwandt? Nein, ich habe keine Verwandten hier. Ja, was macht ihr so den ganzen Tag jetzt? Seid ihr ja noch im Aufbau, ne? Aktuell normal das Zivilleben. Alles anders bringt doch nichts. Und aktuell so am Eisenfeld unterwegs. Warum geht sie nicht so auf illegale Sachen? Wir haben keine Connections dafür, sonst würden wir. Wir haben schon überlegt. Einfach machen. Nennen Namen und wir haben ein Problem. Nennen Namen und wir haben ein Problem. Ich hab dich auf Lautsprecher. Nee. Hast du gerade mal Zeit? Hey, warum? Hab ich dir geschrieben. Also. Ich glaube, sie ist nicht amused. Ich hab nicht zugekommen. Sie ist nicht amused. Gar nicht. Nein, es sind keine Bummies. Sie sind 3 Monate hier. Hallo, ich hab einen leistungsgetunten Jugular. Er hat einen leistungsgetunten Jugular, damit hat er Pluspunkte. Und ich bin da Gast im Gefängnis. Ja, ja, direkt Lautsprecher weg. Im Jugular wurde Hops genommen von den 3. Kenn ich die. Die haben mir nichts weggenommen, die sind cool drauf. Okay, ich merke, die haben Scheiße gebaut. Doch nicht gute Idee, okay, dann weiß ich Bescheid. Ach du Scheiße, ich kann das nicht. Ihr habt ihn hochgenommen, ne? Was? Nein, der ist einfach eingestiegen. Ich weiß nicht mal seinen Namen. Ich meine, ich hätte gesagt, hey, habt ihr gut gemacht, aber okay, Scheiße. Ich weiß nicht mal seinen Namen. Du kennst meinen Namen, warum ich hab dir den gesagt. Ey, meine Acht. Selbst OP weiß ihn. Ja, Niki kennen wir von dir, mehr nicht. Ja, müsst ihr auch nicht wissen. Das könnt ihr als Namen verwenden. Ja, ist doch noch. Warum tust du so seriös? Bist du... Ey. Ich will meinen normalen Namen ausmerzen. Ich mag den nicht mehr. Wieso? Wie heißt du? Ja, ist doch unrelevant. Nikolas. Nikolas? Ey, wie kannst du mich bitte nicht gleich immer aufs Feuerbrett holen? Mit hier damit. Also, pass auf, okay? Punkt 1. Ja? Das war gestern nur ein... Das war gestern einfach nur eine Überlegung. So, wir müssen eh noch 2 Wochen die Füße stillhalten. Sie versucht gerade zu ziehen. Ich scheiß mal. 2. Eine. Okay, 2. Frau hat immer recht. Er macht mich fertig. Ich will das nicht mehr. Aber wer bist du denn? Ich bin... Ja, sie ist der OG. Nein, ich bin nicht OG. Alter. Doch, hat er doch gesagt. Ich liebe es. Du bist OG. Aua. Jawohl, nochmal drehen. Kann ich mal reinhauen? Wer bist du denn? Mach doch, ist mir doch egal. Okay, also Punkt 1, ja? Ich bin Amy. Ich bin Amy OG. Nein! Amy die Chefin. Der Vollidiot hier Amy nennt mich ständig Bambi und sagt, ich bin OG. Ich bin gar nichts. Nicht du. Aua, was soll denn das? Du bist meine Tochter. Was? Du bist deine Tochter?
Seit den anderen beiden seid ihr meine Kinder. Ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, bitte. Ich will auf den Eisbeutel. Ich will das nicht mehr. Auf jeden Fall, also ich kühl das so, das wird schon wieder. Also, ich bin OG. Ist kein OG. Du bist OG. Er ist behindert. Okay, er braucht eine Therapie. So, darauf sind wir uns einig. Magst du die Farbe rot? Ich will die Therapie machen. Ich hab nur keine Ahnung. Magst du die Farbe rot? Ja. Und du? Ja, ich mag die Farbe auch. Aber schade, dann kann man euch ja, sich ja gar nicht anschließen. Das Ding ist, pass auf. So, ich bin seit Montag hier. Ja? Bin die ganze Zeit am Farmen wie behindert. Und rot, ja, voll cool. Aber ist eigentlich irrelevant, weil ich glaube, es gibt rote. Nein, gibt's nicht. Nee. Oder gibt's nicht mehr? Mir wurde hab ich doch heute Morgen, als wir rumgefahren sind, wegen Hood gesagt, dass das nicht mehr da ist. Ja, aber das Ding ist halt, wenn überhaupt, muss man eh erstmal gucken. Und ich will definitiv nicht OG machen. Siehst du aus wie ein OG, Alter. Ja, also er hat gesagt, du bist OG. Ich war auf verschiedenen Staaten OG. Das heißt aber nicht, dass ich das jetzt machen will, du Honk. Ist doch alles gut, muss nicht. Bild. Aber hast du gedacht, dass sie OG ist, oder wie? Der spinnt einfach nur. Aber der Name ist schon safe, oder? Ha? Der Name ist schon safe, oder? Nein. Habt ihr den verraten? 95% von den Sachen, die ich gesagt habe, warum? Er hat alles verraten. Also das Ding ist, Household Demons war eine Idee. So. War nur eine Idee, muss nicht. Konzept schreiben wäre halt, Konzept reinbringen wäre halt einfach. So. Das Problem ist einfach nur, du brauchst Leute, du brauchst, Ihr seid doch fünf. Das ist eine grobe Zahl, gefühlt. Weil Leuten, wenn alle mitmachen würden. Ja, was ich nicht glaube. Das Problem ist, zwei von diesen Leuten haben keine Ahnung. Gang. Hast du denn Ahnung? Du hast ja gesagt, du bist bei mehreren Standen schon OG gewesen, oder was? Nein, ich war auf zweien. Aber okay. Gang-Erfahrung habe ich schon lange. Cool. Sei es als Member, sei es als was Höheres. Also ich weiß, wie das abläuft. Aber das Problem ist, ich habe keinen Nerv, das den Leuten einzutrichtern, die davon keine Ahnung haben. Ich denke mal, das verstehst du. Und du bist Amy? Ja. Und deine Nummer? 555? Ah, ja, warte. 5218. Cool. So, das heißt aber nicht, dass ich irgendwie Bock habe, OG zu machen oder sonst was. Nö, aber man weiß ja nie. Hier, ich bin Amy, darf ich dir mal was sagen? Ich hau dich gleich, wenn du noch einmal irgendwas Falsches sagst, ne? Das war mir gestern so klar, dass du das nicht machen willst. Das war bei ihr irgendwie schon gestern klar, dass sie das nicht macht. Natürlich macht sie das. Du brauchst nicht so zittern in der Stimme. Ich mach das definitiv nicht. Doch, noch eine Woche und dann ist das Ding hier so durch. Man hört an deiner Stimme, dass das Witz ist. Wer, bei mir? Ja. Ach. Ich sehe schon, morgen packt mich irgendeiner ein, weil hier irgendwas erzählt wird. 100%. Aufwart. Ja, ja. Ich bin jetzt seit einer guten halben Stunde wach. Bei mir nicht. An mir liegt's nicht. Es ist dann deine Schuld. Es ist immer meine Schuld. Aber dein Kumpel Niklas hat auch gesagt, es gibt auch irgendwie ein cooles Kartell oder so. Vielleicht auch ans Kartell rankommen, das ist auch eine andere Sache. Ja, andere Insel. Hey, ihr seid seit 3 Monaten hier, wieso wisst ihr das nicht? Ich kenne ihn nicht. Ihr seid eine Woche, ich weiß Bescheid. Hallo, du kennst einen Nikolas? Nikolas Sora? Ist er das? Ja, wahrscheinlich ja. Wenn der einmal übers Kartell spricht, werde ich den aufsuchen, werde ihm die Beine brechen und ihm seine Bibel um die Ohren hauen. Moment, über welches Kartell haben wir geredet? Wir haben über gar kein Kartell geredet. Das erzählt dir besser Nikolas. Peace. Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Aber so ein elender Kopf hat mir heute beide Beine gebrochen. Die müssen bluten. Dieser eine gewisse Kopf vor mir blutend auf dem Boden liegt, das ist dieser Moment sein, wo ich endlich Frieden finde. Du machst überhaupt nichts. Bevor du das machst, setzt du irgendjemanden auf den Hand. Und naja. Wieso stehst du jetzt hier wie so ein Anwalt, Niki? Weißt du, wie er aussieht? Wie ein Demon Gangster. Der sieht aus wie ein Mafiosi. Ich brauche immer noch eine SMG, ich will immer noch einmarschieren. Oh mein Gott. Mafiosis? Gibt's hier irgendwie Mafias? Wisst ihr da was? Ich habe keine Ahnung. Mit dir würde ich mich gerne anschließen. Gibt's echt nur Gangs? Wirklich? Keine Ahnung. Kein Plan. Ihr werdet ja 5 Mann, ne? Also mit dem Polen, Niklas, du. Der Polen, den willst du nicht haben, glaub mir. Warum so schlecht, der junge Mann? Was heißt ja schlecht? Ist eher ein Maskottchen, sagen wir es mal so. Ja, ich bin so durch, Alter. Ey, die Welt macht mich halt einfach kaputt. Oh, nee. Aber sie wollten noch retten, sie wollten noch rückrudern, zurückrudern, ja, ne? Ja, na klar. Also, die sind seit einer Woche da, möchten Kontakt zum Kartell. Aber das Ding ist, ich kann mir weniger vorstellen, dass Washington irgendwie was erzählen würde vom Kartell. Von der Cross-Zeit, was wollt ihr haben, damit ihr
einfach nichts sagt. Was meinst du? Ich hab's nicht fest überzeugt, dass ihr von der Grove seid. Nein, wir sind nicht von der Grove. Wir sind von niemandem, kannst dir das sagen, so, oh Gott. Ich hab grad mies Panik, ich hab schon eine Drahtprügel bekommen.